Ja, hier gibt's kein. Ich habe gerade Palsaft bekommen, indem ich einen Tefanten gestreichelt habe. Was ist das da hinten eigentlich? Was ist das für so Oder ein gefangen. Gebilde? Gestreichelt? Gefangen. Ich wollte gerade sagen, hä? Schickipi. Ein antikes Also Level Sofaset. 22. Guten Abend. Le oh, da ist. Betäubungsknüppel. Heftig. Was? Auf Level 22 oder was? Gucken hier. Soll ich mir das Oh holen? ja. Wenn du willst, kannst du dir den Betäubungsknüppel holen, ja. Und die Falle auch? Großes Fangeisen. Tritt ein Opfer drauf, wird es festgesetzt. Nur für große Pals. Weißt du, wenn das bei dem Mamoris zum Beispiel funktionieren würde, wäre wahrscheinlich ziemlich cool, oder? Die Frage ist nur, wird er dann böse? Ja, safe. Nehmen das mal. Safe wird er böse, aber vielleicht kann man ihn dann, ich kann mal ihn dann schnell finishen oder beziehungsweise damagen und dann fangen. Maybe. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Oh, was haben wir da hinten? Oh, hier ist auf der ganzen Halbinsel kein einziger zum Ja, Insel. das habe ich auch schon, das habe ich auch schon bemerkt. Das habe ich auch schon bemerkt. Ich habe gerade ein zerfurchtes Ei gefunden. Okay. Das ist bestimmt irgendwas ganz Cooles. Noch ein Kativar. Ah, damit. Oh, ein Pimolett. Oh, die sind so schnell. Das ist auch noch eine Truhe. Das ist auch noch ein Ei. Eiswähren und Münzen. Perfekt. Und dann haben wir hier noch ein Zoe Rains Tagebuch Nummer 2. Was sagt die gute Zoe Rains? Die Zoe Rains sagt viel. Oh, was ist das für ein Big Boy? Nice. Zoe Rains Tagebuch 2. Griswold war eine von den Pals, die demnächst vertickt werden sollten. Aber sie sah so einsam und traurig aus, wie sie da im Käfig saß. Ich fand, dass sie mir darin ähnelte. Mir und auch meinem Vater. Ich war damals noch eine kleine Göre, aber ich dachte, ich muss einfach etwas unternehmen. Er und die anderen schliefen, öffnete ich heimlich den Käfig und floh mit Griswold, soweit uns die Füße trugen. Nachdem ich zum Frühstück mein Brot mit Griswold geteilt hatte, wurde wir am Abend wieder hungrig und kehrten zum Unterschlupf zurück. Klar waren die anderen nicht von meiner Aktion begeistert. Sie wollten uns beide in einem Käfig sperren, aber Griswold stellte sich dazwischen. Egal wie viele Schlüsse und Schläge Griswold auch einsteckte, sie blieben standhaft. Wenn du so stark bist, wieso hast du dich in erster Linie überhaupt fangen lassen? Auch beim nächsten Mal gleich, ernste Trottel. Ich gab Griswold einen Befehl und ein gewaltiger Blitz fiel vom Himmel, der alle umhaute. Erst am nächsten Morgen kam sie wieder zu sich. Seit jedem Tag war Griswold und ich unzertrennlich. Oh. Hey. Okay. Interessant. Ich weiß, dass es im Spiel hier so eine Art Trainer gibt. In diesen komischen hier Turm des Rains-Syndikats. Ja. Kann man denen die Pals klauen? I mean, in Pokémon geht's nicht, das zu tun. Es wäre aber durchaus lustig, wenn man es hier machen könnte. Einfach die Pals klauen. Braucht man sie auch nicht mehr zu fighten. Auch noch einen von euch. Hallo? Nee, so. Perfekt. Nice. So, wo geht's denn jetzt wieder? Boah. Oder ist noch eine Insel? Ist ehrlich ein ziemlich weiter Weg, ne? Wo ist die Insel? Ja, ich glaube, ich schwimme. Ach, warte, da vorne meinst du? Boah. Vielleicht machen Ich wir sehe den schon dann gleich. mal so.
mehr auf Chilled Item. Und Chilled ist auch extrem schnell im Schwimmen. Ich habe vergessen, dass ich ein Reittier habe. Da ist ein Ei. Das können Sie aber gerne haben. Oh, eine Liftmunk-Statuette. Stimmt, wir haben gar nicht mehr nach den Eiern geguckt, die schon gebrütet haben. Ah ja. Stimmt, da kann ich auch endlich mal. Da ist, glaube ich, noch ein auf dem. Auf dem anderen. Ja. Auf dem Schwanz da. Es hört sich so an, als würde Chillet einfach auf Erde laufen. Ah ne, das ist nur eine Truhe. Ja, was heißt nur eine Truhe, aber. Das ist eine Truhe. Ja, da sehe ich auch noch ein Ei. Aber ich würde einmal weggehen. Einmal Schuruk. Ich bin gerade gestorben. Why? Wo? Ich bin im Wasser. Würdest du einmal vielleicht gerade zurückkommen? Warum bist du gestorben? Was hast du getan? Weiß ich nicht. Ich habe kein Leben mehr. Du musst doch wissen, was du getan hast, dass du gestorben bist. Ich bin gestorben. Und mein Leben hat sich irgendwie nach unten gegangen. I don't know. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay. Aber Schwimmen zieht einem doch eigentlich kein Leben ab. Vielleicht, wenn du das sollst. Du zum Beispiel keine Ausdauer mehr hast, könnte natürlich sein, dass es dann passiert, dass du die Biege machst. So. Wir heißen einmal. In unser Lager. Und dann wollte ich ja eigentlich die Muskete. Ach so, ja, dafür brauche ich ja dieses Palöl. Hm. Ist ja auch ein bisschen doof. Jeder Haarschmuck Bauplan 2. Muss ich das irgendwie benutzen oder so? Oder? Das da. Nimm mal. Kann man nochmal ein paar Pfeile herstellen hier. Oh Gott. Nicht wieder rumliegt. Technologien. Das ist immer so ein Rushmore-Sattel. Ah, ich will auf jeden Fall meinen Nightwing mal mitnehmen. Definitiv einmal Nightwing mitnehmen. Ja, dann nehmen wir Pengolet dafür raus. Oder aber einmal will ich noch ausprobieren, was passiert. Ja, so gut das. So, Schatz, wollen Sie einmal? Können Sie einmal, gucken Sie. Are you ready? Hui! What the fucking hell? Das Kadipa hat sich so gedacht. What the sehr fuck? Sehr leicht getan. Nice. Ich weiß nicht, ob man das noch freiwillig nennen kann. Was? Pengolet ist vielleicht auch freiwillig raus. Pengolet ist vielleicht deswegen auch kaum gegangen. Ja, hat ihm offenbar nicht gut gegen eine Wand gehietet zu werden. Once in a lifetime. Der hat bestimmt den Spaß seines Lebens gehabt, ne? Halt ja, ich hoffe once aber in a lifetime. Wenn du das jetzt nochmal machst mit dem Armen. Ja, das ist eigentlich schon.
Dann ist es nicht once in a lifetime. Ja. Wäre ich auch weiß. Vielleicht auch 70 mal. 70 würde ich jetzt nicht sagen. Du musst halt noch hier. Pfeile. I need Pfeile. Kann ich noch einmal irgendwo ein wenig Steine bauen? Da kann ich Steine bauen. Sollen wir gleich einmal schlafen? Können wir gerne einmal tun. So. Das ist ja auch noch nicht fertig. Sag mal, was tun die hier eigentlich? Arbeiten die überhaupt? Musst du mal ein ernstes Batschen mit denen reden. Ist halt so. Warte mal, hier nimmt das Geld, ja. Also wir haben jetzt schon 8000 dieser Währung. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Weil bis jetzt habe ich bei keinem Händler so unfassbar coole Sachen gesehen. Und jetzt kommen wir nicht mit Perlhandel. Das ist keine Lösung. Hätte ich niemals gesagt. Sortieren wir so ein klein wenig die Kisten hier. 9 Elektrodrüsen. Aber hier nicht so. Ah, dafür bräuchte ich Stoff. So, ich mache mal gerade mit den Pfeilen. Sehr schön. Dann noch Stoff. So. Heute Abend irgendwie so kalt. Hier ist immer kalt. Ja, dann lass einmal hinlegen. Ich find's aber cool, dass ich weiß nicht, was gerade gemacht wird, aber ich bekomme XP. Ja, die machen ja alle immer was. Nee, das eine braucht noch 43 Minuten, das eine noch 39. Hier sind die auch wieder gespawnt. Mittlerweile spawnen die echt sehr still. Holy moly. Was man machen könnte, wäre hinzugehen und noch einmal den Pen-King zu machen. Ich weiß jetzt nicht. Maybe ist der schon wieder ready. Hier abbauen, in die Kiste rein. Hatte ich dir einen Nightwing-Sattel gemacht? Ja, ne? Guck mal in dein Inventar. Auf Inventar gehst und dann ein wichtiges Objekt anwählst. Ja, naja, gut, ich habe einen. Aber... Sattel, Dyerhaus, Sattelgeschirr, Leibmann-Statuette. Okay. Gut, dann habe ich dir echt keinen gemacht. Dann muss ich das mal nachholen. Aber die Landmark-Statuette, gut, dass du es sagst. Die wird einmal abgegeben.
Nice. Kriegt mehr Fanggeschick. Ah, man könnte auch ein paar Pals verbessern, ne? Nett. Also die Eier, das Grüne braucht noch 37 Minuten, das Düstere 42. Genau. Ah, ich muss noch ein Ei ablegen. Ist noch Wolle drin. What? Kannst du Stoff machen? Ja, ich bin gerade dabei, ganz viel Stoff zu machen, aber ich brauche selber noch ein bisschen was. Das, was ich brauche. Jo. Kann ich die Werkbank nicht benutzen? Ich kann die Werkbank hier gar nicht benutzen. Hi. Ist er neu hin? Eieieiei. 50 Sekunden. Okay, perfekt, dass ihr mir hilft. Zigtausendmal schneller für dich. Ah. Ja. So, jetzt. Ah ja. Die Handschuhe sind echt. Die sind krass. Machen wir die mal. Ich leg Stoff hier wieder rein. Ja, danke. Dann brauche ich ein bisschen Sitzmobiliar. Ich habe Stoff. Ich kann auch noch ein bisschen machen. Schon noch einmal die Handschuhe hier. Und dann, so langsam wird es auch Zeit für eine bessere Rüstung, aber ich weiß halt nicht, was für eine Rüstung wir machen sollen. Weil irgendwie klingt das jetzt auch nicht so hundertprozentig vielversprechend, so eine komische arktische Rüstung zu machen. Ja, wir haben ja Pelzresistenze, Pelzrüstung. Die Metallrüstung kommt halt auf 23. Ich glaube, die Metallrüstung, die wird's. Aber waren wir nicht eher so in roten Gebieten? Oder relativ trockenen Gebieten? Dass man sagt, vielleicht wird sich eher... Dann wie nennt sich das? Nicht die für die Kälte, sondern die für die Hitze, die Rüstung. Dass man die nimmt. Denn die Metallrüstung ist ja die nächststärkere Rüstung an sich. Also wenn wir jetzt, gut, wenn wir halt jetzt in so ein kälteres Gebiet reingehen oder in ein wärmeres Gebiet reingehen, dann ja, dann lohnen sich halt diese Kälte- bzw. Hitze-Rüstung wahrscheinlich.
Aber wir waren das jetzt in noch keinem, oder? Also nicht so wirklich. Haben wir denn schon diesen roten Boden gesehen? Der rote Boden, aber da war ja nicht wirklich warm oder nicht wirklich kalt, oder? Das ist zumindest nicht so, als dass es mir bewusst aufgefallen wäre, aber. So. Ich würde einmal den Penking besiegen gehen. Ich guck erstmal, ob er da ist. Ja. Da muss man ja reingehen, also. Nee, du kannst ja vorne dran, kannst du ja schon gucken, ob da oder nicht. Er wäre da. Nee, dann gibt's nur eine Sekunde. Dann brauchen wir nicht wirklich. Hochwertige Palmöl. Schwefel haben wir sogar. Und Holzkohle haben wir. Könnten wir halt machen. Aber hochwertiges Palmöl. Wie kommen wir daran? Entsafter. Das wird die Krux. Ja, ich weiß nicht, ob das Entsafter wird. Also, ich hoffe es. Wobei. Ich hoffe es ist auch so ein Ding. Da müssen wir auch den King Packer eigentlich machen. Aber der ist Level 23. Weiß ich halt nicht, ob wir den so einfach hinbekommen. Wie? So, wir müssen den jetzt einmal töten, ne? Genau. Dann hoffe ich, dass ich den bekomme. Oder fangen. Aber ist egal. Wir machen nochmal. Ist er. Da. Okay. Also, maybe. Oder soll ich ihn versuchen, nochmal zu fangen? Weil du hast den ja schon. Ja, das ist das Ding. Ich hab ihn noch nicht getötet. Pass auf, wir killen. Ein Call. Ja. Weil er gestorben ist, habe ich erst auf das Sieg bekommen. Okay. Gut, also das heißt, die müssen halt eigentlich einmal sogar getötet werden. Huch! Ich bin vielleicht eingefroren. Ja. Du bewegst dich bei mir noch? Ja, jetzt nimmer. Oh Gott. Ich bin tot. Bin fast tot. Oh nein. Magst du. Hast du keine Pfeile mitgenommen? So gesagt, hol noch Pfeile mit. Weich aus! Oh mein Gott. Oh no. Oh! Ich hoffe inständig, dass wir da entweder reinkommen oder die Sachen draußen spawnen. Das wäre jetzt echt mies. Oh, please. Oh, please. Aber sieht gut aus, dass sie draußen liegen. Okay. Aber einen Technologiepunkt habe ich dann jetzt. Ich habe auch ein bisschen gefailt. Also normalerweise hätten wir die locker besiegt. So, welche sind jetzt meins? Ne, die nur. Was ist das meins? Alles klar. Ja.
Okay. Jetzt die Frage, wollen wir direkt hingehen und hier den lieben King Packer dann machen? Dann kann ich nämlich den Entsafter skillen. Wo ist der Schnellreiser zurück? Bitte ganz zurück? Nee, aber irgendwo anders hin. In die verlassene Kirche. Von verlassener Kirche können wir zu dem King Packer runter. Geht klar. Wobei, ne. Sind sie auch wirklich ready? Ich gebe schon mal vor. Nein. Okay. Meine Rüstung ist beschädigt. Setz mir mal kurz einen Marker. Ich repariere einmal kurz Rüstung. Ich sehe den auf der Karte. Ja, okay. Damit ich hier ungefähr Richtung habe, weil irgendwie ist das sehr verwirrend manchmal, wenn man spawnt und die Richtung irgendwie gucken muss. Die Map ist doch schon ein wenig groß. So, jetzt ist die Frage. Ich jetzt mal den Eifring raushole. Der Protokoll wurde auseinandergenommen. Ja, auch. Der kann auch schneller, ja. Okay. Okay, da ist das King Packer. So, Nightwing ist halt ein relativ geringes Level. Jetzt muss ich mal gucken, wenn Chillit und Henking am höchsten. Gucken, was hat denn Henking? 268? 276. Eisrakete, Drachenwelle und Drachenkanal. Schlitten Royal, Erzberger und Aquaschuss. Ich glaube, ich nehme Chillit. So. Die kommen einfach, wenn sie ready sind, ne? Ja, ich versuche gerade die richtige Richtung festzustellen. Und ich merke, dass ich echt orientierungslos bin. Du kannst ja auf der Karte einen Marker setzen. Und dann siehst du den oben am Rand. Marker? Ja, mit E. Mit E kannst du dir einen Marker setzen. Also machst die Karte auf, drückst irgendwo E hin. Ah ja, guck mal. Hello. Haben Sie sich ein paar... Haben Sie sich ein paar Pfeile gemacht? Was ist das da oben eigentlich? Aber ich werde das demnächst vermutlich skillen. Ach so. Ja, das wäre vielleicht ratsam. Beziehungsweise, wenn ich halt dieses hochwertige Öl machen kann, dann kriegen wir sowieso... Dann kriegen wir eine Waffe. Eine richtige Waffe. Wo bist du denn? Da unten bist du. Hallo? Sind Sie ready? No. Moment, ich packe auch mein Cutie Pie aus. Hallo? Cliffmunk? Stehen. So, wo ist denn der? Ich bin noch was. Baseball, Armbrust. So. Ach so. Wait a minute, was? Huh?
Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Ich hab's gesehen. Und ich hab's gehört. Lass mir den. Ich brauch schon genug Ausdauer, um hier aufzukommen. Oh, meine Güte. Ist da. Du bist so gut. Hey. Oh. Ich schwöre dir, wenn du das fängst. Antikes Bauteil bekommen und seltener Pelz. Guck mal, das Fixi, das bekommst du jetzt. Hi, I'm doing good. And you? I'm not doing good. Du kriegst das nächste. Okay, versprochen. Stealing all my shinies. Brock is in the okay. Game. Level 22. Close to 23. Having a small team. And I caught... I don't know how many I caught. I caught some parts. Like, a bunch of... You can look at it in the PAL decks. No, I cannot. I cannot. On the down right. No, on the down left. Exactly down left how many you've found. Yeah, that's only how many I've encountered and how many I've... how many different of those I caught. Oh. Not the total amount. I see. But, yeah. I've encountered 37 and I've caught 30 of them. We're so exactly the same. So... Wait a damn minute. Where is this alpaca? There it is! Komm ich ran? Oh, am I gonna code again on... I don't know. I really don't. Next week. Definitely next week. On Saturday we are gonna play Palworld again. And then it's definitely next week. Or maybe Sunday. I don't know. Ayoi. Okay. Let's catch some King. Willst du den King dafür fangen? Ja? Würde ich hier gönnen. Ich würde aber erst diese Melpacas da mal wegbekommen. Wird der King aggressiv? Nope. Thank you! Thank you! Really, thank you. I thought it was fun too. I like calling it. No. Okay, wir machen mit Waffen halt gar keinen Damage, ne? Nicht mehr als mit rein. Hast du die großen Bälle? Nein. Warte. Doch, hab ich. Ja, dann ja. Auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall mit dem gleich versuchen. Mann, ich hab noch zwei Pfeile. Das trifft ist mit meinem kompletten Schild weg. Okay, ready? Ich nehme meinen Dings weg. Ich habe meinen Schild weggenommen. Nimm du auch deinen weg, sonst ist er nämlich. Okay, und jetzt. Go, das kriegt Damage. Oh, das hier muss passen. Ja, das kriegt nämlich Damage over time. 74. Nice one. Er hat kurz die Panik eingesetzt. Aber es
bewahren jetzt sehr viel XP. Zumindest hierfür gar. Oh ja. Ich glaube, bei meinen Pals war das extrem viel XP. Bin kein Level abgeworden. Ah ne, du aber auch nicht. Okay. Ja. Ja, aber wenn ich hier noch so ein paar Rush Walls fange. Ich nehme mir so einen Spark mit. Und ich dachte gleich. Aber meine Rüstung beschädigt ist. Wo ich gerade zurückgerannt bin, weil meine Rüstung beschädigt war. Ja, meine Rüstung ist auch schon wieder beschädigt. Das macht aber nichts, weil jetzt kann ich nämlich, ich bin nämlich gerade Level 23 geworden. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und kann erstmal nochmal Leben skillen, denke ich. So. Und vor allem gleich die Metallrüstung bauen. Spark it! Stay in the ball! So. Ja. So, was ist denn mal gerade? Ich bin wieder hungrig. So. Okay. Dann geht's einmal zurück. Back to the roots. Jetzt kann man noch mal ein bisschen was bauen hier. Kann man noch ein bisschen was bauen. Aber. Also. Wir haben die Metallrüstung, die wir skillen können. Den Brunnen willst wahrscheinlich du bauen, ne? Kann ich machen. Weißt du, ne? In mein Team. Okay. Du musst auch noch den. Hast du das Olympische Feuer schon gebaut? Das, ne? So, und einmal den Entsafter. Ich bin Schafter. Halt den Schafter. Okay. Now there's a bunch of stuff. Okay. Olympisches Feuer habe ich nicht geskillt. Soll ich das skillen? Ja. Sie. Sie, please skillen. Brauchen wir sogar eigentlich relativ dringend. Das, weil das führt nämlich dazu, dass unsere Pals, unsere Feuerpals, schneller arbeiten. Was ich definitiv jetzt gebrauchen kann, weil ich werde nämlich, glaube ich, auch einen zweiten Ofen noch bauen. Aber erstmal vielleicht einmal eine Runde schlafen, damit hier wieder hell ist. You come in. Brauche ich 50 Metallbarren. Ja. Deswegen einen zweiten Ofen. Und zwei Feuerpals reinholen. Und nichts an. Nichts kochen dann. Erstmal. Feuer nicht. Ist das nicht Beleuchtung? Nee, das ist Pal. Das ist. Anderes. Genau. Feuer tut man nach Holz. So, warte.
Quark is helping me. Okay. Ich hau mal noch einen zweiten Feuerpal hier rein. Und dann wird mal noch ein wenig Eisen gemacht. Da ist nämlich auch noch 51, das man machen kann. Hast du für den Dings auch schon? Für den... Für das olympische Feuer auch schon Metall? Metallbahn, ja. Oh, okay. Dann war das okay. Okay. Gerade das Holz mitgenommen. Mhm. 360 oder so. Ich kann 350 tragen. Ich trage gerade 1326. Okay. Ich bin eine Ameise. Eine Ameise. Stärker, als ich erwartet hatte. Stärker, als ich aussehe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die bis 999 stacken. Oder ob es da anliegt. Die stacken sogar noch weiter. Ich glaube sogar über 1000. Ich glaube 9999. Ich gehe mal Erz fahren. Immer ganz viel Erz fahren. Schatz, kommen Sie her. Hm? Also kommen Sie zur Kirche. Kommen Sie ganz schnell zur Kirche. Where is it? Upstairs. Aber ganz schnell zur Kirche. Oh mein Gott, ich will's haben. Ich darf's nicht. Stopp, schneller. Let's go. Das wäre viel lieber gewesen. Das Fixie. Aber danke. Ah ja. Hey, ich hab gesagt, den nächsten kriegst du. Gut. Elite Saints. Was? Was? Hm? Ich glaube, ich habe mich verhört. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst ganz gut hören. Aha. Oh, jetzt ist die Frage, steckt der Katiba passiv? Das wäre interessant.
Wenn ich nämlich stecken würde, dann würde ich mir mehrere davon einmal mal ins Team reinholen. Das Ding ist, die Passiven von denen haben auch Level. Das ist für mich sehr interessant. Das heißt, die Passiven können wahrscheinlich auch hochleveln. Also ich hätte noch gar nicht so aufgefallen, weil ich mich noch nicht so direkt damit beschäftigt habe. Bin ich jetzt einfach mal gestehen. Ja. Ist mir auch nur gerade aufgefallen, als ich die Kativa-Passive mir angeguckt habe. Weil die ja ist, dass du mehr tragen kannst, wenn du den dabei hast. Ah, Oh, ich habe jetzt auch mal eine geskillt. Nice. Ah, oh, yeah, I'm so fast. So incredibly fast. Fast as fuck, boy. Fast as fuck. Aber wenn du das mit dem Dach so gut kannst, kannst du auch gerne bei uns einmal gucken. Was? Das ist ganz einfach. Bau einfach zwei Wände hoch und setz an die untere Wand das Dach dran. Es wirkt Wunder. Jetzt fertig. Jo. Sieht das hier aus? Hier macht keiner was. Wir sind irgendwie alle am Chillen. Sorry, aber... Noch 6 und 9 Minuten. Dann sind unsere Eier fertig. Nice. Ich glaube, wir müssen echt die Türe da wegmachen. Ich habe so das Gefühl, die Pals kommen da nicht so richtig rein. Wo ist Foxy Nummer 2? Da ist Foxy Nummer 2. Nice. Ja. I am sorry, but I need to delete the things. Because... Die Pals kommen, glaube ich, nicht rein, um dann ihre Arbeit zu machen. Ja, you see, jetzt fliegen die nämlich hier rein. I'm sorry. Jetzt ist ja was essen. Das gibt es doch nicht. Ah, du wolltest auch noch ein Megaschild, oder? Du hast noch kein Megaschild, oder? Nö. Nö, ne? Dann kriegst du noch ein Megaschild. Da muss ich mal gucken. Nice. Dann hast du auch ein Megaschild. Guck mal in der Eierkiste. In der Eierkiste? Mhm. Was für eine Eierkiste? Das Schild ist fertig. In den Brutkasten. Soll ich da noch eine... Ja, die ist voll, ne? Guck mal rein. Ja. Ich wollte da jetzt was reinlegen. Ja. Die oberen Reihe, du hast ein gewöhnliches Ei und dann steht rechts an der Seite nochmal gewöhnlich. Gewöhnliches Jumbo-Ei. Okay. Ja. Und wenn du dann auf das vierte gehst von oben, steht da gewöhnliches Jumbo-Ei und dann ungewöhnlich.
Nice. Das gewöhnliche Jumbo-Ei, das ungewöhnlich ist. Oh, in 3 Minuten ist das Ei fertig. Perfekt. Dann kann ich ja auch mal eins aufmachen. Weiß immer noch, dein Megaschild ist fertig. Ja. Ich komme. Ich freue mich. So. Da haben wir 19 Eisenbahnen. Damit kann man aber noch nichts machen. Ah, ich brauche auch noch Gladium-Bruchstücke. Ganz, ganz viele.